Willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS19 Retro-Projekt auf der Grebach. Ja, ihr seht's, es hat sich was verändert. Wir haben hier den Bison Z056 auf dem Verkaufshof stehen. Ich habe eigentlich die nächste Folge aufnehmen wollen mit unserem, wie hat denn der geheißen, Fortschritt, mit dieser Mod hier, Fortschritt E514, wollte ich bereits loslegen. Allerdings habe ich ihn ja bereits in der letzten Folge nicht anbekommen und ebenso jetzt auch in der neuen Folge, wo ich aufnehmen wollte, habe ich es ebenso nicht hinbekommen, den zum Laufen zu kriegen. Ich dachte erst, es liegt vielleicht an mir. Dann habe ich mir einfach mal einen Helfer dazu gezogen und wollte ihn als Helfer arbeiten lassen. Und der macht ja eigentlich alles automatisch. Und es hat trotzdem nicht funktioniert, dass die Mod abgeerntet hat. Ich weiß nicht warum. Deswegen bin ich jetzt auf den Bison umgestiegen. So. Und mit dem schönen Teil, mit dem Super Z056, gehen wir jetzt hoch auf unser Feld. Auf das Feld 14 und wir werden heute anfangen, dort abzuernten, und zwar Hafer. Das ist recht eng hier. So. Ebenso habe ich ja in der letzten Folge gesagt, wir werden trotzdem Curseplay hinzuziehen. Dabei werde ich auch bleiben. Wir machen zwar Retro, damals gab es vielleicht solche Systeme, wie auch immer, also es gibt ja unterschiedliche Ansichten von dem Ganzen. Ich lasse es unter der Ansicht laufen, es ist die Familie, die hier mithilft. Nur so mal als kleine Erklärung, was da dahinter steckt. Heißt, wir fangen hier direkt an, Feld 14. Gehen rein ins Curseplay. Wir wollen einen Kurs generieren. Feld 14. Wir machen zwei Vorgewinde gegen den Uhrzeigersinn. 4,3 Meter. Schauen wir mal an, wie er das macht. Aha. Warum macht er das so schräg? Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Kurze Seite. Was macht der? Ach ja, genau, ich muss ja rundherum. So sieht es doch besser aus. So machen wir das. Zwei Vorgewinde und dann die Querbahnen am ersten Wegpunkt. Abfahre einstellen. Und dann schauen wir mal. Gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier dann als nächstes den Anhänger, der hier dann ablädt. Und in der Zeit kümmern wir uns um unsere Kühe. Und ich würde es hier so machen. Wir schauen uns das Ganze mal an, wie das so funktioniert hier mit den Kühen. Ich werde jetzt keinen Transporter kaufen, um die Kühe hierher zu transportieren. Ich muss erst mal den Kuhstall finden. Ich glaube, der war hier oben irgendwo. Es ist ein reines Spaßprojekt für mich. Und ja, das soll es dann auch so bleiben. Hier haben wir Schweine. Schweine habe ich eigentlich auch noch nie gemacht. Das können wir eigentlich auch mal machen. Machen wir doch mal hier die Rosa. Machen wir mal Schweine. Ganz spontan. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal 15 Schweine. So. Und die brauchen dann jetzt natürlich Wasser, Stroh. Stroh machen wir ja da hinten gleich. Das passt. Wir brauchen nur noch einen Wasseranhänger. Und ich habe ja schon öfters erwähnt, ich versuche so gut wie möglich Retro zu machen, sofern mir die Modder die Möglichkeit geben. Ja, ich muss es mal so sagen. Die stellen nun mal hier die ganzen Mods her. Und wenn es jetzt zum Beispiel hier kein Wasserfass gibt, das alt ist, dann sind mir leider die Hände gebunden.
Das sind reine Güllefässer. Tierhaltung, divers ist vielleicht noch. Man weiß ja nie. Guck an. Universalanhänger. Das sieht doch schon mal nach unserem aus. Fass, Standard, Edelstahl. Ach, guck an, sogar einen Ballenwagen etc. kann man da draus machen. Schön. Gut. Den kaufen wir für 3700. Und wir gönnen uns heute gleich noch einen Traktor dazu. Ich glaube, mittelgroße Traktoren habe ich gar nichts in Retro gefunden. Ihr dürft mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, bis zu welchem Jahrgang würdet ihr sagen, sollen wir hier Retro spielen? Ich finde, sowas hier ist ja trotzdem für mich Retro. Ja? Sowas hier zum Beispiel. Oder wenn wir jetzt nochmal in die Kompakt reingehen. Den Renault hier anschauen. Den hier. Das ist für mich auch Retro. Eindeutig. So, den nehmen wir heute, weil ich brauche ja auch einen stärkeren. Den 180S Turbo. Mit Frontlader. Werden wir nämlich früher oder später auch brauchen. Und das Geld wird langsam aber sicher knapp. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zum Händler. Und schauen uns mal das Gespann an. Schönes Ding. Gefällt mir. Sieht gut aus. Hier können wir deaktivieren. Aktivieren. Manual Attach, falls es jemand interessiert. Und jetzt müssen wir nach Wasser Ausschau halten. Wo finde ich Wasser? Ah ja, wir haben sogar hier bei uns am Hof Wasser. Auch gut. Und hier führt auch ein Fluss durch. Aber ich würde sagen, wir fahren mal zu uns an den Hof. Schön. Es macht Bock, ich kann es nur jedem empfehlen, es macht Bock, wieder ein bisschen Retro zu zocken. Und es klingt halt auch richtig gut, ja. Scheint auf jeden Fall ein schweres Fass zu sein. Ja. Also, Giants, jetzt seid doch mal endlich so gut und optimiert euren Verkehr mit einem Patch. Das kann es doch nicht sein. Sowas Aggressives und Stures, also er bewegt sich ja kein Zentimeter. Man hat Mühe und Not. Genau, jetzt kommt die nächste. Es ist einfach nicht normal. Hier erwarte ich eigentlich von Giants, dass sie auch mal den Verkehr in Angriff nehmen. Und zwar, dass die den Verkehr rücksichtsvoller machen. Ja, also sie sind ja echt teilweise übelst aggressiv unterwegs. Und zweitens mal schneller. Es kann doch nicht sein, dass ich mit dem Traktor 50 km/h schneller bin als ein PKW. Das gefällt mir an der Stelle mal nicht. So, hier hätten wir zum Beispiel schon mal das zweite Flüsschen. Ah, guck mal, da sind sogar Angler unterwegs. Sehr schön. Und wir haben ja gesagt, wir lassen es in der Retro. Ein Retro-Projekt ein bisschen lockerer angehen, durch das das Tempo ja von den Fahrzeugen auch nicht schneller ist, wollen wir hier ganz gediegen hier das Projekt durchführen.
So, hier drüben muss irgendwo der Fluss sein. Gucken wir mal kurz rüber. Jawohl. Direkt sogar bei uns am Fluss. Am Hof. Ah, und wir haben sogar eine Einfahrstelle. Perfekt. Kurz abkühlen. Es ist aber auch heiß. Freunde, es ist ja auch heiß. Das gefällt mir gerade sehr gut hier. Das sieht doch perfekt nach einem Thumbnail aus, würde ich sagen. Schön. Ich habe es ja schon öfters erwähnt. Die Mod, wo man so richtig schöne Bilder machen kann, ich liebe sie einfach. Ja, und wenn das Video hier rauskommt, bin ich eigentlich recht zufrieden gewesen mit dem Feedback von der ersten Folge. So kann es dann auf jeden Fall weitergehen. Und ich freue mich na klar auf viele neue Zuschauer. Ja, unser Mähdrescher hat ein bisschen mit den Gegebenheiten zu kämpfen. Aber solange er sich durchboxt, will ich mal nicht so sein. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, komme ich denn hier durch? Hier müsste ich schon durchkommen. Ansonsten könnten wir auch unten reinfahren. Aber wir versuchen es mal. Ich muss den Hof auch erstmal kennenlernen. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gelungene Map. Gefällt mir richtig gut. Das einzige Problem, was ich hier habe mit Retro, sind diese, ich weiß nicht, nennt man das eine Deichsel? Also keine feststehende Achse, sondern die Deichsel, wo es sich so dreht. Ich bin ja schon echt schlimm, was Rückwärtsfahren angeht. Aber mit dieser bewegenden Vorderachse, ja gut, da habe ich so meine Mühe und Not. Ihr seht's, genau das meine ich. Ich weiß nicht, vielleicht hat da ja einer einen Tipp von euch, wie man die am besten fährt. Ich habe auf jeden Fall keinen Dunst, wie man hier am geschicktesten das Ganze fährt. So, wir dürfen nur nicht zu weit rein, sonst sauft uns der Motor ab. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein gutes Stück rein. Schrecklich. Schrecklich, das Ding. Oh oh.
Ich komme mit dem Ding einfach nicht zurecht. Seht es mir bitte nach. Wie weit müssen wir noch rein? Nicht egal wie ich lenke, die Achse hinten, die lenkt halt wie sie möchte. Was soll ich tun? Ich gebe mein Bestes, ich komme hier ins Schwitzen. So. Es sieht eher versenkt aus als alles andere. So, aber wir sind voll. Und das ist das Wichtigste. Klappe zu. Und dann suchen wir mal den Trigger für das Wasserfass. Ob das schon hier vorne sein könnte? Man weiß es nicht. Das könnte es sein, könnte aber auch für... Futter, okay. Dann könnte das auf der anderen Seite drüben sein. Wasser, halt! Warum? Ah, hier mit dem Wasserstutzen. Okay, verstanden. Und dann schauen wir mal noch rüber zu dem hier. 43% und das Feld ist erledigt. Kann man da gleich auch mal so machen. Das passt. Gut, somit sind wir mit der nächsten Folge durch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn es wieder chaotisch war. Naja, ihr kennt mich ja. Ist und bleibt einfach so. In dem Sinn, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.